So, hallo, ich bin's wieder, euer Olli. Heute eine neue Lektion in der F18 Hornet. Wir werden uns heute mit dem Takan ADF Navigation System befassen. Na dann, viel Spaß. Bin mal gespannt, was uns erwartet. Und los geht's. Ein Hauptbestandteil jeder Mission ist die Fähigkeit, zu einem Ziel und von diesem wieder weg zu navigieren. Ja, das ist richtig. Zwei Möglichkeiten, um in der Hornet zu navigieren, sind der Funkkompass, ADF, und die taktische Flugnavigation, TACA. Okay. Der Funkkompass nutzt Stationen mit Drehfunkfeuern, BOA, die sich an bestimmten Positionen auf der Karte befinden, um eine Richtungsinformation zu erhalten. TACA-Stationen befinden sich auf vielen Flugplätzen, auf Flugzeugträgern und auf einigen Tankflugzeugen. Ein Takan-Signal kann sowohl Richtungs- als auch Entfernungsinformationen liefern oder einfach nur eine davon, in Abhängigkeit von der Takan-Sendequelle und dem Takan-Modus, der genutzt wird. In dieser Lektion werden wir uns anschauen, wie man das ADF und das Takan nutzt und was sie uns an Informationen zur Navigation liefern. Ich habe nun die Simulation pausiert, damit wir erstmal einige Dinge durchgehen können. Drücke die Leertaste, um fort. Mache ich gleich, ich genieße nur kurz den Ausblick. Sehr schön. Wo sind wir hoch? Schauen wir uns mal unser Ding von außen an. Oh Mann. Sieht aber gut aus. Heute in Rot. Okay, beginnen wir mal mit dem Unterricht. Leertaste drücken. Wir werden zuerst mittels ADF navigieren und dann mittels Takan zu unserer Heimatbasis Kobuleti zurückfliegen. Mhm. Lass uns nun mit dem einfacheren ADF anfangen. Wir lassen uns zuerst das HSI auf dem linken DDI anzeigen. Drücke dazu die Menu- bzw. Time-Wahltaste auf dem linken DDI, damit wir zur Tag-Seite gelangen. Hinweis: Wenn wir am Boden sind, steht an der Wahltaste Menu. In der Luft wird an dieser Taste Tag. Nee, ja, gut, man muss zweimal drücken. Drücke nun diese Taste erneut, damit die Support-Seite. Gut, hab ich. Drücke auf der Support-Seite die HSI-Wahltaste. Die HSI-Seite werden wir zur Navigation nutzen, da sie uns Daten zum Takan, Wegpunkt und ADF. In der Mitte des HSI befindet sich ein Flugzeugsymbol, das deine Position aus der Vogelperspektive repräsentiert. Die wahre Fluggeschwindigkeit wird links vom Flugzeugsymbol und die Geschwindigkeit über dem Boden, der Ground Speed, rechts davon angezeigt. Oh ja. Ringsherum um das Flugzeugsymbol befindet sich eine Kompassrose und oben eine längere Linie, die deinen Kurs im Verhältnis zur Kompassrose anzeigt. Entlang der Oberseite des HSI befindet sich die Scale-Wahltaste. Mehrmaliges Drücken dieser Taste wechselt zwischen den Skalierungsoptionen für das HSI. Drücke die Leertaste. Okay. Das ADF kann auf eine spezielle Frequenz eingestellt werden, welche als Preset auf einem der zwei Funkgeräte gespeichert werden kann. In diesem Fall ist das Funkfeuer in der Nähe vom Kutaisi-Flugplatz als Preset-Kanal 2 mit 113,6 MHz für das Funkgerät 1 eingestellt. Zurzeit ist das Funkgerät 1 auf Kanal 1 eingestellt, wie du im Kanalwahlfenster vom Funkgerät 1 sehen kannst. Um einen anderen Preset-Kanal zu wählen, platzierst du den Mauscursor auf den Wahlknopf und drehst das Mausrad nach vorne, bis eine 2 angezeigt wird. Wenn du das getan hast, wirst du gleich den spezifischen Morsecode für diese VOA-Station hören. Drücke die Leertaste. Habe ich. Um die Peilung zum VOA auf dem HSI anzuzeigen, müssen wir auf dem UFC den ADF-Funktionsauswahlschalter auf Funkgerät 1 stellen. Mach das, indem du den Schalter mit der rechten Maustaste an. Nun solltest du einen kleinen Kreis außerhalb der Kompassrose auf der 1-Uhr-Position sehen können. Dies ist deine Peilung zum ADF-Signal. Es gibt allerdings keine Entfernungsinformation. Mhm. Wie du sehen kannst, ist das ADF sehr einfach.
Lass uns nun mit dem Tarkan weitermachen. Drücke die Leertaste, um fortzufahren. Okay. Damit alle Tarkan-Informationen auf dem HSI und dem HUD angezeigt werden, drücke die Tarkan-Wahltaste auf dem HSI. Auf diese Weise wird es eingerahmt. Nun müssen wir das Tarkan einschalten und den Code der gewünschten Station eingeben. Drücke dazu den Tarkan-Knopf auf dem UFC. Mit dem auf dem UFC ausgewählten Tarkan haben wir nun drei Möglichkeiten in den Optionsanzeigefenstern. T-R ist Senden empfangen und wird uns sowohl mit Informationen zur Peilung als auch zur Entfernung versorgen. RCV steht für Empfangen und wird uns nur eine Peilung zur Station geben. A-A steht für Luft-Luft und wird uns entweder die Peilung und Entfernung anzeigen oder nur die Entfernung in Abhängigkeit zum sendenden Flugzeug. Standardmäßig haben wir T-R ausgewählt, was für uns passt. Über die zwei unteren Optionsanzeigefenster können wir entweder einen X- oder einen Y-Tarkan-Kanal auswählen. Zum Beispiel 67X. Lass uns nun das Tarkan einschalten, indem du den Ein-Ausschalter auf dem UFC betätigst. Auf dem Eingabeanzeigefenster können wir nun sehen, dass das Tarkan eingeschaltet und ein Wert von 1 angezeigt wird. Tippe auf die Taste Clear auf dem UFC-Tastenfeld, um den Wert zu entfernen. Wir werden zur Tarkan-Station am Kobuleti-Flugplatz navigieren, welche den Tarkan-Code 67X hat. Gib 67 auf dem UFC-Tastenfeld ein und drücke dann die Taste Enter auf dem UFC. Nachdem du 67 eingegeben und mit Enter bestätigt hast, drücke die Leertaste. Hab ich, Leertaste. Mit der nun ausgewählten Tarkan-Station werden uns nun auch neue Daten auf dem HUD und HSI angezeigt. Auf der rechten Seite des HUD haben wir nun die Entfernung zur Station in nautischen Meilen und daneben den dreistelligen Code der Station. Entlang des Kursbandes, oben im HUD, haben wir nun eine Steuerlinie, die uns die Richtung zur Tarkan-Station anzeigt. Auf dem HSI bekommen wir noch mehr Informationen angezeigt. In der oberen linken sehen wir einen Datenblock mit drei Reihen. In der ersten Reihe stehen Peilung/Entfernung, in der zweiten die Flugzeit bis zur Station in Minuten und Sekunden und in der dritten Zeile die Stations-ID. Außerhalb der Kompassrose befindet sich ein umgedrehtes Dreieck mit einem T in der Mitte. Dies zeigt die Richtung zur Station an. Der hintere Teil dieses Symbols befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der Kompassrose. Zwischen dem Flugzeug und dem T-Symbol befindet sich ein dreizackiges Symbol, das die gewählte Tarkan-Station repräsentiert. Drücke die Leertaste, um fortzufahren. Sehe ich das hier auch? Ja, hier sehe ich das auch. Okay. Leertaste und weiter. Wenn eine Tarkan-Station ausgewählt ist, kannst du mit dem Kursschalter, beschriftet mit CRS, der sich in der rechten oberen Ecke des NPCD befindet, eine Kurslinie setzen, die sich dann mittig über der gewählten Station befindet. Ein Linksklick lässt die Kurslinie entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, ein Rechtsklick mit dem Uhrzeigersinn. Wenn ein Kurs gesetzt wurde, wird die Kurslinie auf dem HSI und dem HUD angezeigt, mit Pünktchen, die jeweils eine Kursabweichung von 4 und 8 Grad darstellen. Drücke die Leertaste, um fortzufahren. Wenn eine Tarkan-Station ausgewählt ist, kannst du ihre kodierte ID hören. Du kannst die Lautstärke des Tons mit dem Tarkan-Lautstärkeregler auf dem Lautstärke-Bedienfeld einstellen. Drücke die Leertaste, um fortzufahren. Dann ist dieser Volume. Stell dich erstmal den Kursfahrhebel so lange, bis er auf mein Flugzeug zeigt. So, noch ein bisschen. Sehr schön. Du kannst dir die Kanäle der Tarkan-Stationen der Flugplätze auf der F10-Karte anzeigen lassen, indem du auf der Karte den Flugplatz anklickst. Damit endet unsere gemeinsame Betrachtung des HSI, ADF und des Tarkan. Sobald du bereit bist, drücke die Leertaste. Damit wird die Pause beendet und du kannst die Navigation mittels ADF und Tarkan noch weiter üben. Gut, dann fliegen wir mal dem Kursplan nach und schauen mal an, ob wir zum Flugplatz kommen. Sehr schön.
Na, was ist jetzt los? Jetzt lädt er nach. Nautische Meilen. Sehr gut. Schauen wir mal, wo uns da hinführt. Ist ja besser als GPS im Auto. Naja, gut, hier gibt es keine Straßen. Dann lass uns mal weiter fliegen. Naja, der Kurs sollte eingehalten werden. Noch 20 nautische Meilen. Der Kaukasus. Das ist eine sehr schöne Gegend. Die Darstellung der Wolken ist wirklich herrlich. Sehen. Aha. Wir nähern uns der Tarkan-Station. Dann gehe ich mal ein bisschen runter. Und ich sehe den Flugplatz schon. Da ist er. Seht ihr ihn auch? Da steht unsere Tarkan-Station. Sehr gut. Na dann, gut zur Außenansicht. Da sind wir hingeflogen. Hat doch funktioniert. Sehr schön. Dann können wir jetzt mit der nächsten Lektion weitermachen. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. So, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Ali.